Ach, naja, was soll's. Lässt sich verkaufen. Auch wenn ich mal wieder zu viel mitnehme. Granatenkiste. Später im Spiel werde ich sie wahrscheinlich auch nicht mehr mitnehmen. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Dann gehe ich mal weiter. Warte, nee, da hinten bin ich schon lang. Okay. Ja, dann. Ah, da ist der Typ. Haben Sie das gesehen? Die irre Schlampe hat mich einfach angegriffen. Bitte? Wissen Sie warum? Nein, gar keine. Wir sind zusammen unterwegs, seit ich sie vor ein paar Tagen aufgelesen habe. Und sie war die ganze Zeit freundlich. Wir haben sogar ein bisschen geflirtet, als sie plötzlich eine Waffe zog und mich anschrie, ich soll ihr meine Kronkorken geben. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, hat sie gelacht, als ich ihr das Geld gab. Ich glaube, sie hat es auf meine Glücksbringer-Halskette abgesehen. Glücksbringer-Halskette? Ja, ab und an findet man einen Kronkorken mit einem blauen Stern drauf. Die sind ziemlich selten, also habe ich angefangen, sie zu sammeln. Als ich genug hatte, machte ich eine Halskette aus ihnen, weil ich dachte, dass sie Glück bringen. Ach, 50. Eine Menge fiese Kerle suchen nach solchen Kronkorken. Werden sie die lieber wieder los? Ja, warum nicht, ne? Wirklich? Das wusste ich nicht. Und die ganze Zeit schleppe ich sie mit mir herum, ohne zu ahnen, wie gefährlich sie sind. Was sollte ich Ihrer Meinung nach mit ihnen machen? Sie vergraben oder so? Werden sie einfach los? Es spielt keine Rolle, was sie damit anstellen. Na, kauft er mir das ab? Sie gehören ganz Ihnen. Hoffentlich funktionieren sie bei Ihnen besser als bei mir. Okay, ja. Also, er kam von hier. Er war verletzt. Das heißt, hier muss auch wirklich ein Kampf gewesen sein. Aber wo waren die jetzt? Jetzt wünschte ich mir wieder das Radar aus Stalker, das auch Leichen anzeigt. Aber hier sind sie nirgendwo. Alter, dass die Raben angezeigt werden, ist so saunervig. Ah. Jacqueline. Die hatten definitiv danach gesucht, nach diesen Kronkorken. Ach, schon wieder auf der rechten Seite. Mann. Aber von denen habe ich jetzt mittlerweile auch ganz schön viele. Dann benutze ich die doch mal ein bisschen. Was soll das denn? Spawnt einfach so vor mir. Also, wir sehen hier einen Bullen und einen jubelnden Powdergänger. Jawohl! Wer hat in der Lotterie gewonnen? Ich! Ich! Wie gut diese Luft riecht! Besser als der beste Schnaps! geht's Ihnen gut? Soll das ein Witz sein? Mir ging's nie besser. Jawohl! Kommen Sie aus dieser Stadt dort drüben? Welche Lotterie? Die Lotterie natürlich. Was für eine Frage. Hallo? Das habe ich gar nicht gefragt. Die einzige Lotterie, die zählt. Oh mein Gott, die Luft riecht traumhaft. Sind Sie Pulverbandit? Pulverbandit? Was? Ich meine, klar, früher mal. Aber jetzt nicht mehr. Die Pulverbande backt kleine Brötchen. Ich bin ein Lotteriegewinner. Wie viele Kronkorken hat er denn? Bis später. Lotterieschein. Nö. Hat hier gar nichts. Oh.
Die sind nicht böse. Die machen sich doch kampfbereit. Keine Bange. Ich werde sie nicht ans Kreuz nageln lassen wie diese anderen Degenerierten. Es passt mir gut, dass sie vorbeischauen. Ich möchte, dass sie sehen, was mit den Bürgern Niptons geschieht. Sich an jede Einzelheit erinnern. Und dann, wenn sie weiterziehen, dann sollen sie jedem, dem sie begegnen, von der Lektion berichten, die Caesars Legion hier erteilte. Ganz besonders RNK-Truppen. An RNK-Truppen. Und deshalb räumt ihr Gegner aus dem Weg, die den Ärger bereiten. Also die Pulverbanditen. Okay. Warum nicht? Über Gräueltaten der Legion berichten. Das Rathaus von Nippen für Ranger Ghostarscher. Okay. Was für Lektionen haben sie hier erteilt? Wo fange ich da an? Dass sie schwach sind und wir stark? Das war ja nichts Neues. Das ist keine Basis dafür. Aber das Ausmaß ihrer moralischen Verderbtheit, ihrer Verkommenheit. Nipton ist das perfekte Schulbeispiel. Ja, dann sag es doch. Rück doch mal raus mit der Sprache. Nipton war ein verruchter Ort. Schlecht und verkommen. Jeder bekam, was er wollte, solange er dafür zahlte. Horden von Verderbten, Pulverbanditen, Männer der Legion wie ich. Den Leuten hier war alles gleich. Es war eine Stadt voller Huren. Für ein Almosen lockte die Stadt alle, die sie beherbergt hatte, in eine Falle. Erst als ich sie zuschnappen ließ, begriff man, dass man mit drin saß. Sie haben alle gefangen genommen? Ja. Und ich trieb sie im Zentrum der Stadt zusammen. Dort hielt ich ihnen ihre Sünden vor. Vor allem ihr illoyales Verhalten. Ich sagte ihnen, dass bei Illoyalität von Legionären manche bestraft werden und die anderen dabei zusehen. Und dann erklärte ich ihnen die Lotterie. Jeder krampfte die Hand um sein Los und hoffte auf Freiheit. Keiner schritt ein, als seine Liebsten zur Tötung abgeführt wurden. Dass einige bestraft werden und andere dabei zusehen, ich glaube, damit meint er, obwohl ich bin mir nicht sicher. Es gab damals so ein Verfahren, wenn Römer, also damals im Römischen Reich, wenn da Soldaten was, keine Ahnung, ich glaube Befehlsverweigerung oder irgendwas Blödes gemacht haben, ganz salopp gesagt, dann gab es die berühmte Zehnte-Mann-Regel. Das war ja alles gut strukturiert. Ich glaube, so eine Kohorte, oder wie man das nannte, bestand aus 80 Leuten. Also gut durch 10 teilbar und alle 10 und in 10 Personen, das war glaube ich nochmal eine Unterteilung. Also 10 Soldaten waren dann auch irgendwie eine Einheit oder so. Und unter diesen 10 Soldaten wurde dann bei Befehlsverweigerung oder wenn sie was falsch gemacht haben, quasi gelost, möchte man so sagen. 9 Leute kam dabei weg und der 10. wurde getötet. Und zwar von den anderen 9. Der wurde nämlich so lange von diesen 9 verprügelt, wenn er das kurze losgezogen hat, bis er tot war. Und das sollte für Disziplin sorgen, weil natürlich niemand in dieses Verfahren gehen möchte, wo man theoretisch von seinen Kameraden zu Tode geprügelt wird. Dann doch lieber bei der Schlacht oder in einer Schlacht die Disziplin wahren. War effektiv, allerdings auch recht grausam. Klingt, als ich bewundere die reine Gerechtigkeit der Legion. Das ist keine Gerechtigkeit. Man hat hier allesamt unter einen Teppich gekehrt. In jeder Gesellschaft, sei es länderweise gesehen mit Millionen von Menschen oder nur kleinen Kommunen von ein paar hundert oder vielleicht auch nur ein paar Dutzend. Überall gibt es schlechte und gute Personen. Und hier wurden einfach alle unter einen Teppich geschert. Hier gab es bestimmt auch gute Leute, die jetzt mit dran glauben mussten. Die einfach nichts dafür kannten. Das ist keine Gerechtigkeit hier.
Sie haben unschuldige Zivilisten abgeschlachtet? Nun, unschuldig sind sie auch nicht, aber ja. Unschuldig? Wohl kaum. Feige, das allerdings. Sie waren in der Überzahl und trotzdem versuchten sie nicht ein einziges Mal Widerstand zu leisten. Sie standen da und glotzten nur, während ihre Kameraden einer nach dem anderen abgeschlachtet, gekreuzigt und verbrannt wurden. Sie standen da und jeder hoffte nur, dass er verschont bliebe. Jeder dachte nur an sich selbst. Ja, natürlich. Das ist gut. Schön wäre es natürlich, wenn alle zusammenarbeiten würden und gegen etwas Böses vorgehen würden. Das ist natürlich, dass diese Denkweise, die einen am besten nach vorne bringen würde, wenn man es aus der heutigen gesellschaftlichen, aus dem heutigen gesellschaftlichen Standpunkt aussieht. Nur die Evolution hat uns gelehrt, also der moderne Mensch sind wir ja eigentlich erst nur sehr kurz. Davor waren wir primitiv, sehr lang. Und da hieß es, zum einen Überleben des besseren Angepassten, nicht des stärkeren, und dazu gehörte natürlich auch der Überlebensinstinkt. Wenn man eine große Gefahr vor sich sieht, rennt man nicht als erster los, weil dann die Gefahr am größten ist, dass man erschossen werden kann. Wenn irgendjemand natürlich Partei ergriffen hätte und gesagt hatte, los, wir gehen auf die Legion los, das sind weniger, sie können uns nicht alle töten, dann, das hätte bestimmt geklappt. Aber die, die als erstes losgelaufen wären, wären höchstwahrscheinlich getötet worden. Und da ist dieser Selbsterhaltungstrieb, den jeder Mensch bei sich drin hat oder in sich drin hat, funktioniert da und kickt ein. Das hat dann zum Beispiel, ja, dieses Fight-or-Flight-Syndrom ist es nicht, aber dieses Fight-and-Flight, ja, flieh oder kämpf. Siehst du eine Bedrohung, macht der Körper oder macht das Gehirn in kurzer Zeit aus, ist es besser, wenn ich diese Bedrohung bekämpfe oder ist es besser, wenn ich davor fliehe? Wenn man alles, was man über die Legion weiß und sieht, dass da ausgerüstete, ruchlose Soldaten vor einem stehen, dann weiß ein Zivilist normalerweise, da habe ich alleine keine Chance gegen. Also ja, insofern denken sie alle nur an sich, weil das hauptsächlich das Gedanken oder der Gedankenprozess in jedem Menschen ist. Ja, und wenn man dann diese ruchlosen Soldaten vor sich sieht, da denkt man nicht, ja, mit dem nehme ich es jetzt auf. Weil wenn die anderen einen nicht folgen, ist man der Gearschte. Also von so her kann ich den Standpunkt zwar verstehen, dass sie nur an sich denken, aber das ist normal. Die wenigsten wachsen über sich hinaus und können in so einer Situation wirklich Partei ergreifen. Immer wenn man sowas sieht, Revolution oder so, es gibt immer eine kleine Handvoll von Menschen, die dann wirklich mutig sind und voranschreiten. Und die meisten anderen sind dann nur Nachzügler, die diesen Leuten folgen. Gleiches gilt natürlich auch in die andere Richtung. Bei allem, was schlecht in der Geschichte gelaufen ist, auch mit großen schlechten Bewegungen, wie zum Beispiel in den 1930ern in Deutschland, es gab auch eigentlich nur eine, ich sag mal relativ in großen Klammern, eine relativ kleine Bewegung, die wirklich diese Sache wollte. Die meisten waren dann nur Mitläufer. Aber weil diese kleine Bewegung halt sehr aktiv war und auch wirklich was gemacht hat, auch wirklich voranging, um ihre leider nicht sehr guten Ziele voranzubringen, hat es viele andere davon überzeugt, dort mitzuziehen, noch mehr einfach nichts zu machen, weil man selber nicht in die Schusslinie von denen geraten wollte. Und so ist es meistens. Aber das hier ist keine Gerechtigkeit. Nur mit den Anliegen möchte ich mich jetzt auch nicht. Deshalb werde ich tun, was sie verlangen. Dann sage ich lebewohl. Wale, auf bald. Dieser Mensch ist dem Tode nahe, das Losmachen vom Kreuz würde unweigerlich zum Tod führen. Ja, natürlich. Hat bestimmt auch was
Beschissenes verbrochen, aber das ist keine Gerechtigkeit. Das ist Rache. Rache kann ich maximal nur dann zumindest verstehen, wenn es halt wirklich eine persönliche Note hat. Wie soll ich sagen, wenn es einen wirklich in irgendeiner Weise persönlich betrifft, aber die kannten sich ja gegenseitig nicht. Das hier ist einfach nur ruchloses Morcheln, Metzeln und, also, ich würde mal fast sagen, sie geilen sich daran auf. So. Und die kommen natürlich hier hin. Die würden wahrscheinlich, naja. Gemischtwarenladen von Nipton. Man kann eine Person eigentlich nie daran verurteilen, wenn sie an ihren Instinkten festhält. Sei denn, diese Instinkten schaden jemand anderen. Und da jetzt ganz aufgepasst, nicht, dass sie Schaden an jemanden verhindern, sondern dass sie Schaden an jemanden persönlich austeilen. Hier ist der Unterschied zwischen, man kann Leuten an ihren Instinkten eigentlich nicht verurteilen. Wenn der Instinkt dazu führt, dass sie selber jemanden Schaden zufügen oder in irgendeiner Form Schaden zufügen, dann muss man sich, oder auch meinetwegen sogar nur beschränken in irgendeiner Form, dann muss man diese Instinkte natürlich unterdrücken. Aber bei allem anderen, wenn diese Instinkte nur davon abhalten, einen davon abhalten, dass jemand anderen keinen Schaden zufügt, daran... Es ist schwierig, aber ich würde sagen, man kann dafür Leute nicht verurteilen, dass sie sich selber nicht in eine Schusslinie begeben. Definitiv ein Thema, worüber man gut reden kann. Definitiv auch ein philosophisches Thema. Aber ja, ich würde es jetzt erstmal so... Es ist wahrscheinlich auch oftmals eine Sache der Gegebenheiten. Keine Angst, ich habe den Typen nicht übersehen. Okay, da geht's hoch. Situationsabhängig. Das war das Wort, wonach ich gesucht habe. Boxcars. Worum geht es denn diesmal? Was ist mit dieser Stadt passiert? Passiert? Die Legion ist passiert. Oder wie sieht die Kacke sonst aus? Wie haben sie überlebt? Durch Glück. Ich hatte einfach verdammtes Glück. Vor ihnen steht der Zweitplatzierte der Nippen-Lotterie. Dieses Arschloch Swernick belegte den ersten Platz und durfte gehen. Erzählen Sie von der Lotterie. Wir kamen nicht unbedingt nach Nipton, um daran teilzunehmen. Wollte mit meiner Mannschaft ein paar RNK-Trooper kidnappen, die Stadt besuchen. Hatten schon alles mit dem Drecksack von Bürgermeister abgesprochen. Wir wollten Lösegeld und ihre Waffen behalten. Ein gutes Geschäft. Wann und wie ist Ihr Plan schiefgegangen? Wir haben darüber auch in der kleinen Tankstelle, wo wir der Hinterhalt war, was drüber gelesen, ne? War, glaube ich, eine Aufzeichnung von dem Bürgermeister. Wir waren gerade in Position gegangen, als wir plötzlich von diesen verdammten Legion-Freaks umzingelt waren. Sie schleppten uns und alle anderen in die Stadtmitte. Dann ließ sich das Arschloch mit dem Hund auf den Kopf darüber aus, wie böse wir doch wären. Er sagte, wir müssten für unsere Taten bestraft werden, wenngleich nicht alle von uns. Und dann bekam jeder sein verdammtes Lotterielos. Was ist passiert, nachdem jeder sein Lotterielos bekam? Was glauben Sie denn? Er begann, die Lose zu ziehen und die Bestrafung festzulegen. Zuerst kamen die glücklichen Verlierer dran. Sie wurden geköpft. Darum wohl auch glücklich, denn das ist recht schnell vorbei. Dann kamen die Kreuzigungen. Und die dauerten und dauerten. Die Drittplatzierten wurden versklavt. Mir hat man die Beine gebrochen und der Erstplatzierte durfte gehen. Was ist mit dem Bürgermeister passiert? Als sein Los an die Reihe kam, hat man ihn auf einem Reifenstapel lebendig verbrannt. Sie erwähnten, dass einige der Leute versklavt wurden? Ja. Eine Gruppe dieser Legion-Säcke hat sie sofort weggebracht. Sie wurden nach Osten gebracht, falls sie Heldenmut verspüren. Okay. Ich werde tun, was ich kann, um sie zu retten. Tun Sie nicht so, als würden Sie mir einen Gefallen tun. Mir ist das scheißegal. Das glaube ich dir. Warum sind Sie noch hier?
Keine Ahnung, mir gefällt's hier einfach. Was glauben Sie, Arschloch, denn? Der Preis für den zweiten Platz war, ich durfte leben. Aber meine Beine wurden mit Hämmern zertrümmert. Ich bin ein verdammter Krüppel, klar? Ich kann etwas Medex entbehren. Dann wird ja ein verdammter Traum wahr, was? Wie viele kann ich haben? Eine Dose. Na, sagen wir zwei. Faire Sache. Her damit. Sprechen wir über etwas anderes. Und über was? Okay. Nee, Zeit, dass ich später. Gehe.